Hallo, auch von mir gibt es ein paar Worte zu dem wohl bekanntesten Buch, das gerade so in der Literaturwelt umgeht, und zwar Ein wenig Leben von Hanya Yanagihara. Keine Ahnung, ich bin nie damit beschäftigt, wie man den Namen ausspricht. Das Ganze ist im Hansa Verlag erschienen und ein ziemlicher Brocken, denn es hat fast 1000 Seiten. Ja. Das ist wieder so ein Fall von, soll ich ein Video dazu drehen oder nicht, weil es dazu gerade so wahnsinnig viel gibt, aber ich habe mitbekommen, dass ihr meine zusätzliche Meinung dann immer doch ganz gerne noch mögt, also mache ich es. Und es ist natürlich auch ein Buch, zu dem es irgendwie viel Redebedarf gibt. Ich denke, so wird es euch auch gehen, wenn ihr es gelesen habt. Und ich war mir ebenfalls unsicher, ob ich dieses Video als Rezension oder als Buchtipp betiteln soll, denn ich fand das Buch gut und ich kann es auch durchaus empfehlen. Aber ich glaube eben, dass nicht jeder Leser es mögen wird. Mir ging es so, dass meine Erfahrungen vor dem Lesen, meine Erfahrungen, meine Erwartungen verdammt hoch waren. Also ich habe eigentlich nur hochjubelnde Berichte gehört, Menschen, die emotional zerstört waren nach dem Lesen dieses Buchs und gar nicht wussten, wie sie jetzt damit umgehen wollen. Also nicht einfach nur, ja, war toll, sondern wirklich, dass da so eine emotionale Kraft drin stecken muss, dass man davon kaum wieder loskommt, und dementsprechend hatte ich es vorbestellt schon und konnte kaum erwarten, es zu lesen, und habe es dann auch sehr, sehr schnell zur Hand genommen, trotz des Umfangs. Da hat es mich mal nicht abgehalten, wie es sonst immer der Fall ist. Wir verfolgen in diesem Roman vier College-Freunde. Also zu Beginn sind sie College-Freunde, später ja, folgen wir ihnen bis ins Erwachsenenleben, und zwar Malcolm, JB, Jude und Willem. Und man muss schon sagen, obwohl alle Perspektiven berücksichtigt werden und alle mal zu Wort kommen, steht Jude schon deutlich im Mittelpunkt des Ganzen. Also recht früh merkt man, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt. Er hat ab und zu merkwürdige Schmerzen, wirkt manchmal psychisch auch ziemlich angeschlagen, und selbst seine Freunde wissen nicht, was dahinter steckt. Also sie ahnen, dass er eine sehr schwere Vergangenheit hat. Sie wissen, dass er keine richtige Familie hatte, also dass er nicht in einem, ja, in seinem Elternhaus aufgewachsen ist, aber sie bekommen kaum was aus ihm raus. Und im Grunde ist es dann so, dass sich innerhalb des Romans immer wieder Puzzleteile von Judes Vergangenheit zusammenfügen, und genau das macht auch diesen emotionalen Wert aus, denn diese Vergangenheit ist wirklich sehr, sehr schlimm und sehr schwierig und wird auch in Worten nicht beschönigt, sondern das Ganze wird einem ziemlich hart vorn Latz geknallt. Und das ist nicht ganz einfach. So, kommen wir zu dem, was ich zu dem Buch so denke. Und meine Meinung wird dabei spoilerfrei bleiben. Also ihr könnt euch das Video gerne angucken, wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt. Ich fand Passagen des Buchs großartig und ich hatte mit Teilen des Buchs auch ziemliche Schwierigkeiten und musste wirklich überlegen, wie ich das Ganze bewerte. Letzten Endes habe ich dem Ganzen 4 Sterne gegeben, weil es doch ein sehr gutes Buch war. Ich es für die Dicke ziemlich schnell durchgelesen habe und auch kaum aufhören konnte zu lesen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so auf den ersten 300 bis 400 Seiten, was ja ziemlich viel ist, also ein ziemlich großer Teil des Buchs, konnte ich zumindest den Hype nicht nachvollziehen. Ich mochte es, ich mochte den Schreibstil, ich war sofort in der Geschichte drin, ich fand interessant, was mit diesen 4 Freunden passiert ist, und das sind auch alles wirklich interessante Charaktere, muss ich sagen. Also ich fand da niemanden jetzt irgendwie langweilig und hatte bei niemandem eine Geschichte dessen, ja, die mich so gar nicht interessiert hat, wo mich die Perspektive auch nicht interessiert hat. Aber man bekommt so immer so bröckchenweise Dinge von Judes Geschichte hingeworfen, aber es ist eben noch nicht so ergreifend und noch nicht so packend. Und es ist eben eine Geschichte über 4 College-Freunde, die erwachsen werden. Und ich meine, solche Geschichten gibt es in ähnlicher Form so schon auf dem Buchmarkt. Also das ist jetzt in dem Sinne nichts Neues. Deswegen konnte ich den Hype nicht ganz nachvollziehen. Das Ganze entfaltet sich dann so richtig ab der zweiten Hälfte und entwickelt wirklich eine enorme Wucht. Da sind wir jetzt an dem Punkt, dass ich das, ist so schwierig zu sagen, ich mochte es gerne, weil es ist natürlich sehr, sehr hart und sehr, sehr traurig. Aber ich fand es spannend und interessant und habe es gerne gelesen und glaube, dass es solche Geschichten durchaus gibt. Kann mir aber auch vorstellen, dass es für manche zu viel ist, zu viel Drama. Und es gab auch für mich Punkte, wo ich dachte, muss das jetzt auch noch sein? Also
nicht mal nur in der Vergangenheit von Jude, sondern auch in einer Gegenwart, wo ich dachte, muss ihm dieses Unglück auch noch widerfahren. Also gar nichts, was seine eigenen Verhaltensweisen angeht, weil dass er so handelt, wie er handelt, kann man teilweise schon nachvollziehen und dass er nicht gerade von Selbstliebe geprägt ist, aber unglückliche Ereignisse, die ihn dann ereilen, wo ich dachte, wirklich auch noch, muss das auch noch sein, kann man jetzt nicht, also ich brauche gar keinen, dass er dann als Erwachsenes irgendwie ein super glückliches Leben führt und nur noch Glück hat und alles, was in seiner Vergangenheit passiert ist, ist dann wie ausgelöscht. Das wäre ja Quatsch. Und natürlich, wenn man so eine Vergangenheit hat, beeinflusst es ja auch die Gegenwart und eben die Entscheidungen, die man trifft. Und dann gerät man vielleicht auch eher an Menschen, die einem nicht gut tun. Aber irgendwann dachte ich, okay, muss wirklich immer noch ein Schlag nach dem anderen kommen. Das fand ich ein bisschen hart und kann mir vorstellen, dass es für manchen Leser auch zu viel ist und zu viel Drama ist in dem Sinne. Aber es hat einen emotional definitiv gepackt. Also man hat sehr stark mitgelitten. Und ich sage schon, dass ich auch nur manche Entscheidungen, manche Verhaltensweisen verstehen konnte von Jude, weil ich mit manchen wirklich meine Schwierigkeiten hatte. Jude zeigt sehr destruktives Verhalten. Er hasst sich selbst. Und in vielen Situationen, in denen er Hilfe benötigt, und er benötigt oftmals Hilfe von seinen Freunden und so weiter, entschuldigt er sich ständig. Er sagt ständig, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Und ich glaube, dass das alles sehr, sehr nah an der Realität dran ist. Aber manchmal denkt man, ja, okay, aber dann versuch doch auch dein Leben in den Griff zu bekommen. Dann versuch doch, dir Hilfe zu holen. Also er sucht sich immer erst im aller äußersten Notfall Hilfe. Und das fand ich sehr schwer nachzuvollziehen. Und was ich auch schwer nachzuvollziehen fand, war die Reaktion seines Umfelds. Seine Freunde sind zu großen Teilen großartig und kümmern sich sehr um ihn und nehmen sehr viel Rücksicht. Aber sie akzeptieren sein Verhalten in vielen Punkten und sie akzeptieren zu 100%, dass er nicht über seine Vergangenheit spricht. Und jetzt ist mir bewusst, dass man einen Menschen nicht zwingen kann, über seine schwierige Vergangenheit zu sprechen. Aber ab einem gewissen Punkt, und wir kommen in diesem Buch an Punkte, an denen man denkt, so kann es nicht weitergehen, muss man, meiner Meinung nach, und wenn auch irgendwie Zwang dahinter steckt, dafür sorgen, dass sich dieser Mensch mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt. Er muss ja nicht mit seinen Freunden drüber sprechen, er kann ja mit irgendeinem Psychologen oder sonst was drüber sprechen, aber ich bin irgendwann wirklich an den Punkt gekommen, an dem ich dachte, man kann doch nicht einfach nur weiter zusehen und von Situation zu Situation handeln und immer wieder versuchen, auf ihn einzureden. Irgendwann merken sie ja auch, dass es eigentlich nichts bringt und sind in so enormer Sorge um Jude. Aber niemand unternimmt drastische Schritte und die hätte es meiner Meinung nach wirklich gebraucht. Und dadurch wurde es ihm auch manchmal leicht gemacht, dann immer wieder auszuflippen, immer wieder so ein schwieriges Verhalten zu zeigen, immer wieder auch die Menschen von sich wegzustoßen. Und wie gesagt, alles sehr realistisch, bin ich mir sicher. Aber man muss doch mal irgendwas unternehmen. Also man kann doch nicht dieser Abwärtsspirale zuschauen, hilflos zuschauen, ohne irgendwie in irgendeiner Form einzugreifen. Also ihr merkt schon, ja, auch ich war emotional sehr involviert in dieses Buch und deswegen, obwohl ich diese Schwierigkeiten hatte, sind es auch 4 Sterne, weil man da absolut und vollkommen drin steckt. Aber wie gesagt, ich konnte ja auch vieles von seinem Verhalten absolut nachvollziehen. Absolut, ich konnte weniger nachvollziehen, warum dann niemand verstärkt eingegriffen hat. Aber ich mochte diese Beziehungen unter den handelnden Personen in diesem Buch mochte ich wahnsinnig gerne. Und eben auch diese Dynamik, die dann geherrscht hat, mochte ich oft sehr, sehr gerne. Und ich glaube, solche Bande, wie es hier gibt, die hat man sehr selten im Leben. Also, dass man fast missbauen kann, wie man will, schwierig sein kann, wie man will. Und dass trotzdem diese Menschen uneingeschränkt zu einem halten. Das ist ja wieder die positive Seite des Ganzen. Das ist schon was sehr, sehr Tolles und es war eben sprachlich für mich auch wirklich gut gemacht. Also es ließ sich gut lesen und wie gesagt, manches hat man einfach so vor den Latz geknallt bekommen, aber ich denke, das ist einfach die Methode, in der es sein muss. Und es ist mir lieber, als in überdramatischen, blumigen, sonst was Worten mir diese Dinge zu beschreiben, weil dann wird es ja irgendwie auch wieder unrealistischer, wenn es dann so melodramatisch wird. Dementsprechend hat mir die Länge des Romans im Grunde auch gar nichts ausgemacht. Also davon darf man sich hier wirklich nicht abschrecken lassen, meiner Meinung nach.
Aber ja, also das, was ich so beschrieben habe, waren wirklich schon durchaus Schwierigkeiten, die ich damit hatte. Deswegen habe ich mich zwischendurch auch immer mal wieder aufgeregt. Habe ich wirklich. Aber auch das ist ja wieder ein Zeichen dafür, dass es irgendwie gut geschrieben ist, weil ich da emotional so drin gesteckt habe. Und ja, dementsprechend kann ich schon sagen, dass ich euch ein wenig Leben empfehlen kann. Und ich glaube tatsächlich, wenn man irgendwie die Belletristik schätzt und ja, da irgendwie involviert ist, kommt man an dem Buch früher oder später auch gar nicht vorbei. Ist so meine Vermutung allein aus reiner Neugier. Aber ja, also ich kann mich den uneingeschränkten Lobeshymnen und Hurra-Schreien nicht anschließen, kann aber gut und gerne 4 Sterne vergeben, kann es empfehlen, wenn euch die Dinge, die ich beschrieben habe, nicht so stören. Deswegen konnte ich es jetzt irgendwie nicht einfach als Buchtipp betiteln. Und ja, bin froh, dass ich es gelesen habe und trauere dementsprechend auch dem Geld, das ich für dieses Buch ausgegeben habe. Denn, sind wir mal ehrlich, ist es nicht günstig, nicht hinterher. Das mal so als Fazit. Und bin sehr gespannt auf eure Kommentare zu dem Ganzen. Ich kann mir vorstellen, manche von euch haben das Buch auch echt schon über, ohne es gelesen zu haben. Und es tut mir leid. Aber ihr müsst das Video ja nicht gucken. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!